Heute kümmern wir uns um die Beleuchtung von 300 Liter Aquarium. Willkommen, mein Name ist Bachi und heute geht's weiter mit dem 300 Liter Aquarium Projekt, also mit dem ADA 120p. Falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, dann schaut hier oben links, da kommt ihr zur Playlist von dem ganzen Aquarium Projekt. Jeden Mittwoch gibt's das Video zum Projekt, also lasst gerne ein Abo da, damit ihr es nicht verpasst. Heute geht's um die Beleuchtung und um die Halterung von der Beleuchtung. Aber zuerst mal packen wir die Beleuchtung aus. Ich wurde hier unterstützt zum einen von Skylight und auch von Live Aqua bzw. European Aquaristics. Die haben mir den Lampenhalter zur Verfügung gestellt und Skylight die Lampe. Und die packen wir jetzt zuerst aus, und zwar das ist die neue Hyperspot FL, also die große Variante für ein 120p, passt ja auch perfekt. Und ich hatte den Vorgänger schon einmal 90p und war sehr zufrieden. Und bei Liquid Nature haben wir die F-Variante, also die Flyfoil-Variante, jetzt auch schon in Betrieb. Ich kann euch da mal ein paar Aufnahmen einblenden, weil jetzt seht ihr die Lampe leider noch nicht so richtig in Betrieb mit Pflanzen, weil das Aquarium ja noch leer ist. Aber ich blende euch ein paar Aufnahmen ein von Liquid Nature und ich muss sagen, es ist aktuell meine Lieblingslampe. Also es ist echt mein Favorit. Die normale Variante fand ich auch richtig gut und das ist jetzt die neuere Variante. Die ist ein bisschen dicker geworden als die andere. Und ich habe die Lampe gesponsert bekommen, aber ich habe sie mir selbst ausgesucht. Also ich habe Skylight selbst angeschrieben und gefragt, ob sie mir eine zur Verfügung stellen wollen. Hier haben wir die Anleitung für die App. Also hier ist alles beschrieben. Ich werde auf die App jetzt nicht so genau eingehen. Also man kann die auf jeden Fall einstellen, verschiedene Sachen. Aber im Detail, wie man das einrichtet, das ist hier gut beschrieben. Dann haben wir hier noch das Hanging-Kit, also um die Lampe aufzuhängen. Die Lampe hat aktuell keinen Stand, also keine Halterung, um sie auf das Aquarium aufzusetzen, sondern es gibt es aktuell nur in der Hanging-Variante. Das ist auch ziemlich schön gelöst, also man hat hier so kleine Teile, die man an die Decke festschraubt, auch mit Schrauben und Dübel. Und dann hier fädelt man das Drahtseil ein und dann hat man das an der Decke. Ich möchte die Lampe aber nicht aufhängen, weil ich das absolut hasse, also Löcher in die Decke zu bohren, da hält bei mir eigentlich gar nichts, also meine Decke ist da so porös. Deshalb nervt mich das richtig, aber da kommen wir später noch dazu. Die Unterseite ist wieder verspielt, aber diesmal sind die Spots eingelassen, also die ganze Lampe ist dicker geworden, dafür stehen die Spots nicht mehr raus. Das ist Geschmackssache, manchen hat das vorher besser gefallen, weil sie so dünn und elegant war. Das Design finde ich auf jeden Fall ein bisschen besser, weil die Seiten jetzt mal noch zu sind. Also hier hat man so eine Abschlussleiste und bei der alten war das ja so ein bisschen offen, das hat mir nicht ganz so gefallen. Sonst ist sie halt in den Grau wie vorher und hier hat man ein kleines Logo. Dann montieren wir mal die Halterungen hier. Also das finde ich immer richtig gut, wenn eine Hängelampe nicht nur ein Seil hat, sondern so ein Dreieck, wo zwei Seile auf einer Seite halten, weil dadurch hängt die Lampe dann auch gerader. Jetzt kann man hier das Drahtseil durchfädeln und dann, indem man das Teil hier runterdrückt, kann man es wieder rausziehen. Man kann es einfach reinschieben und von der Höhe verstellen und das hält auch ziemlich gut. Jetzt noch ganz kurz ein paar Fakten zu der Lampe, aber ich möchte da gar nicht zu genau ins Detail eingehen. Ich finde die Lampe richtig gut. Wenn ihr da irgendwo ein genaueres Review sehen wollt, dann schaut bei anderen Kanälen vorbei, da gibt es genug davon. Aber sie ist 90,2 cm breit und 27,2 cm tief, also dass ihr so circa euch vorstellen könnt, für welche Aquariengröße sie passt. Also ich würde sagen, so alles ab einem Meter passt für die Lampe gut, bis 1,20 m. Wenn es 90 ist, dann ist die, finde ich, schon zu groß, da würde ich eher die kleinere nehmen, die FM. Die Lampe hat 120 Watt und 9200 Lumen. Lumen ist immer das, was man mit den Augen sehen kann. Und zu einem gewissen Teil ist es schon wichtig, dass man genug Lumen hat. Aber ganz so aussagekräftig für ein gutes Pflanzenwachstum ist es eigentlich nicht. Was auch nur ein Punkt ist, die Lampe ist sehr gut geeignet für tiefe Aquarien. Das ist jetzt 50 cm tief, das ist noch in Ordnung. Aber wenn man tiefere Aquarien hat, dann ist die Lampe mit den Spots richtig gut dafür geeignet. Und vor allem, sie blendet so gut wie gar nicht. Das werde ich auch nachher noch zeigen, wenn sie über den Aquarium hängt. Wenn wir jetzt beim Aquarium sind, also wie wir die Lampe jetzt befestigen, habe ich ja schon gesagt, es ist hier alles dabei, um sie an der Decke festzumachen. Also an der Decke zwei Löcher zu bohren und dann sie an der Decke aufzuhängen. Da muss ich aber sagen, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Zum einen passt das nicht so richtig, dann verbaut man sich ein bisschen und die Lampe hängt schief. Oder es hält dicht bei mir auf der Decke. Deshalb habe ich schon beim 90p lange geschaut, ob ich irgendeine Halterung finde. Und es gab nicht so richtig was. Es gibt von ADA den Lampenhalter. Der ist aber ziemlich teuer. Ich glaube, der wird für das 120p 500 oder 600 Euro kosten. Seit kurzem gibt es aber jetzt von Live Aqua zwei unterschiedliche Lampenhalterungen. Und ich habe den Cabinet Stand. Es gibt noch einmal den normalen Light Stand. Den befestigt man einfach auf den Glaskanten. Und den gibt es dann auch in 60 cm. Hier der Cabinet Stand. Dem schaut man, wie der Name schon sagt, an den Cabinet.
Internet. Da ist auch der Vorteil, wenn man eine Lampe hat, was genauso breit ist wie das Aquarium, dann funktioniert das mit dem normalen Stand nicht, sondern nur mit dem Cabinet Stand. In dem Fall ist es egal, aber ich finde es schon einfach schöner aus, wenn nichts am Aquariumglas dranhängt, sondern am Unterschrank montiert ist. Dann packen wir das Ganze aber aus. Also ich habe hier schon ein bisschen reingeschaut, weil ich wissen wollte, ob alles drinnen ist. Wie gesagt, der wurde mir von European Aquaristics zur Verfügung gestellt, um ihn euch hier zu zeigen. Wir haben einmal hier die Teile, was an den Unterschrank kommen, also jeweils zwei Stück für beide Seiten. Dann haben wir Schrauben für den Unterschrank, also um die festzuschrauben und auch um die Stangen zu fixieren. Und dann haben wir hier einmal so Halterungen für die Lampe, beziehungsweise für mehrere Lampen. Ich muss sagen, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das geht nur für eine große Lampe. Aber es sind vier von unseren Halterungen dabei, also könnte man auch zwei Hängelampen montieren, zum Beispiel zwei Solar-LGBs. Also das ist circa die Höhe und man kann das noch ein bisschen ausrichten am Unterschrank, wie hoch es dann wirklich sein soll, also je nachdem, wie hoch man die Halterungen am Cabinet montiert, kann man das noch ein bisschen justieren, falls man es ein bisschen höher haben will oder ein bisschen niedriger. So, und dann hier haben wir die Stange für oben. Das ist ein Aluprofil, da haben wir zwei Abschlusskappen. Und hier können wir so mittig ist so eine kleine Einkerbung in der Nut, um Sachen einzufädeln. Dann können wir das einfach hier einfädeln und nach außen schieben. Und das zeigt schon ganz gut, dass man das auch anpassen kann. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die Halterung für 1,20 Meter Aquarium kauft, kann man das Ganze nach außen schieben und montieren. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Aquarium hat mit 1 Meter, kann man es auch einfach ein bisschen nach innen schieben, entweder überstehen lassen oder abschneiden, das geht auch. Dann kann man es auch für kleinere Aquarien benutzen. So, hier hat man die Dimensionen, also bis zu 1,25 Meter geht die Breite. Und von der Höhe ist das Ganze 1,30 Meter, also die Steine sind 1,30 Meter. Und das Teil soll oben sein und das Teil soll unten sein. Und es ist auch kein Anschlag, also man kann die hier durchschieben. Aber man kann an der unteren Stange die Schrauben durchschrauben, sodass es wirklich fixiert ist. Also das wird dann einfach hier festgeschraubt. Dann kann die Stange auch nicht mehr herumrutschen, sondern ist wirklich fixiert. Also gehört die breite Halterung ganz unten hin, also so weit unten, wie die Lampenhalterung dann sein soll. Das Ganze montiere ich jetzt auch mittig, seitlich vom Schrank. Schraube ich das einfach hier mit den Schrauben, was dabei sind, fest. Das mache ich jetzt einfach in Ruhe, ich möchte mich da nicht verbohren, weil wenn man falsche Löcher im Unterschrank bohrt, ist es nicht so cool, vor allem in einem neuen Unterschrank. Deshalb sehen wir uns, wenn ich die Halterungen fixiert habe. So, ich habe das Ganze montiert und es gibt ein paar Sachen, auf die man achten muss. Zum einen, dass die zwei Teile echt genau gleich sind, also von der Position. Weil wenn das jetzt ein bisschen weiter hinten ist, ein bisschen weiter vorne, dann wäre das Ganze schief. Also da muss man drauf achten, dass es wirklich in einer Linie ist. Ich habe das auch so gemacht, dass ich es nicht komplett festgeschraubt habe am Schrank, dann die Stange durchgefädelt habe, dann hier festgeschraubt und dann die an den Schrank komplett festgeschraubt. Der Abstand von hier bis nach oben sind jetzt 30 cm. So habe ich oben einfach noch schön viel Platz, dass ich die Lampe noch ausrichten kann. Dann habe ich mal die eine Seite befestigt und hier die Stange eingefädelt, weil hier ist ja in der Mitte das Loch, wo man die Stangen hier einfädeln muss. Und dann die andere Stange auch eingefädelt, also auch hier von der Mitte eingefädelt, gedreht und eingefädelt. Weil wenn man zuerst mal die zwei seitlichen Stangen, die senkrechten Stangen montiert, kann man die obere Stange nicht mehr montieren. Also muss man entweder die Endkappen abnehmen, aber für das ist eigentlich nicht gedacht. Also hier habe ich es auch seitlich festgeschraubt, auch wieder genauso. Also zuerst mal die Befestigungen durch die Stange gefädelt und dann hier festgeschraubt, also als das schon eingefädelt war. Jetzt kann man es hier noch ein bisschen einrichten von Abstand, also dass es gleich ist auf beiden Seiten. Und dann kann man hier die Mutter hier nach oben drehen, um das Ganze zu befestigen. Dann ist das Ganze auch stabiler. Natürlich wackelt es ein bisschen, also so ein bisschen links nach rechts, aber hier ist genug Abstand, dass es nicht ans Glas ankommt, weil das ist auch wichtig, dass nicht, wenn das wackelt, die ganze Zeit ans Glas anschlägt, sondern hier hat man genug Platz. So kann man auch eine Lampe benutzen, die halt genau 1,20 Meter breit ist und halt dann nicht an den Stangen hier ansteht. Bei den anderen Stands ist es ja so, dass man ihn hier draufsetzt und dann geht die Stange hier mittig nach oben und dann ist es ja nicht mehr genau 1,20 zwischen den Stangen. Also so hat man auf jeden Fall mehr Platz dazwischen. Ich habe das Ganze auch genau mittig zum Schrank festgemacht, damit die Lampe auch genau mittig hängt. Jetzt brauchen wir die Dinger. Also das ist dafür da, um die Seile festzumachen. Die wählen wir einfach hier ein und schieben sie zur Seite. Und genauso waren die Seitenstäbe auch. Das hätte man einfach hier reingesteckt und nach drüben geschoben. Dann schieben wir die mal so circa auf die Breite von der Lampe, das kann man nachher noch gut justieren und dann fädeln wir die Lampe an. So, jetzt haben wir hier die Lampe und die soll jetzt einfach hier drauf
aufgehängt werden. Das ist jetzt das Stahlseil, was dabei ist. Das ist ziemlich lang, weil man sie auf die Decke aufhängen kann. Jetzt brauche ich aber nicht viel. Ich mache das circa so lang, dann habe ich noch ein bisschen Spiel. So, jetzt haben wir zwei kürzere Stücke. Die fädeln wir erstmal hier durch. Wenn man jetzt nicht unbedingt die Stahlseile abzwicken will, die dabei waren, kann man auch andere nehmen. Einfach ein ähnlicher Durchmesser. Dann funktioniert das auch. Dann würde ich jetzt sagen, ich stelle mal alles ein, richte die Lampe noch aus, damit sie wirklich gerade hängt und stecke alle Kabel an und dann sehen wir uns wieder. Ein paar Tage sind vergangen, die Lampe leuchtet, ich habe schon alles eingestellt, geschaut, dass alles passt und mir gefällt das Setup jetzt richtig gut. Die Lampenhalterung finde ich sehr nice, ist auch sehr stabil, also natürlich ein bisschen wackeln tut sie natürlich, aber echt nicht viel. Ich hatte da echt ein bisschen Bedenken, ob die Stangen hier nicht ein bisschen zu dünn sind, aber sie sind komplett ausreichend und gefällt mir richtig gut bei einem Aquarium. Eine Sache, was jetzt noch ist, ist bei den Durchführungen von den Schläuchen, die sind jetzt ein bisschen kleiner, das geht natürlich nicht anders bei der Halterung. Ich bin mal gespannt, wie ich da zurechtkomme mit den Schläuchen, aber ich glaube, dass das kein Problem sein wird. Ansonsten zur Lampe, man kann da natürlich viel einstellen in der App. Es gibt auch so eine Voreinstellung bzw. so eine Empfehlung, wo so ein Vokal ist und das ist, finde ich, auch die schönste Beleuchtung. Jetzt ohne Einrichtung und ohne Pflanzen kann man ja noch nicht so viel zu sagen, aber ich habe die Lampe ja schon bei Liquid Nature gesehen und deshalb habe ich mich auch für die Lampe entschieden. Auch wenn ich sie gesponsert bekommen habe, ist es die Lampe, die ich für das Setup benutzen wollte, sowie den Stand. Das ist generell bei mir bei meinen ganzen Sachen. Es kommt immer wieder mal vor, dass ich Sachen gesponsert bekomme, aber ich nehme Sachen nur an, wenn ich sie auch wirklich haben möchte und mir auch selbst kaufen würde. So wie bei der Lampe, die würde ich mir auch selbst kaufen, weil sie in meinen Augen aktuell die beste Lampe für größere Aquarien ist. Also für Aquarien ab 90 cm ist das, finde ich, aktuell die beste Lampe, die es gibt. Wenn ich jetzt hier einen Balken drüber hängen würde, wäre die Ausleuchtung nicht so gut wie bei der Lampe, die auch ein bisschen tiefer ist. Und vor allem auch durch die Spots fast passt das, finde ich, richtig gut. Die Höhe hier sind jetzt so circa 30 cm. Ich mache das auch so ein bisschen nach der Optik, wie weit ich die Lampe vom Wasserstand abhänge, also wie hoch der Abstand ist. Ich finde, so gefällt es mir optisch vom Gesamteindruck richtig gut. Deshalb habe ich es so eingestellt, ich habe es jetzt auch gar nicht nachgemessen. Wenn ihr jetzt Lust habt, irgendwas davon nachzukaufen, Aquarium, Unterschrank, Lampenhalterung oder Lampe, dann schaut gerne mal in die Beschreibung, da ist alles verlinkt mit Affiliate-Links zu Liquid Nature. Also wenn ihr darüber was einkauft, dann supportet ihr mich noch und ihr zahlt nicht mehr. Dadurch kann ich so Projekte wie das 120p umsetzen. Eine Sache, was jetzt vielleicht noch fehlt, ist eine Hintergrundfolie oder eine Hintergrundbeleuchtung. Es geht ja heute um die Beleuchtung, deshalb wäre eine Hintergrundbeleuchtung ja auch noch eine Option. Vielleicht kommt ja noch was, aber mal schauen, dabei ist nichts geplant. Aber schreibt gerne in die Kommentare, was ihr da gerne sehen würdet, also welche Hintergrundbeleuchtung oder eine Folie. Ich will jetzt eigentlich keine Folie anbringen, weil wenn ich jetzt eine Folie anbringe und danach zu einer Hintergrundbeleuchtung wechseln will, ist es schwierig, die zu entfernen, weil dann kommt man nicht mehr so gut hin und wenn das Aquarium mal voll ist, kann man es auch nicht mehr verschieben. Deshalb will ich es jetzt erstmal hinten freilassen und danach einmal schauen, was ich da mache. Wenn jetzt die Videos den ganzen Aquarium rein nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Jeden Mittwoch kommt ein Video zum 120p und jeden Sonntag kommt ein anderes Video. Und hier kommt er jetzt zur Playlist von dem ganzen 120p Projekt.